Wir gucken mal Knossi zu Besuch bei Monte. Schon wieder mit der Mama unterwegs, warum denn? Am Sonntag, da will der Marcel mit mir Fortnite spielen. Geil. Kennst du den noch? Weißt du, wer das ist? Nee. Der macht mittlerweile Aero. Dieser kleine Junge auf dem Rücksitz. Und es macht alles so Sinn. Erotikinhalte. Man nennt ihn die Nähmaschine. Der Hund ist ein Team. Wir machen jetzt den Freundschaftstest. Digga, es ist so bodenlos. Sind Sie da? Hören Sie mich? Moin, moin, meine Aktiven. Ja, Bruder, fand ich jetzt eher nicht so lustig, ehrlich gesagt. Aber vielleicht hat ja jemand im Chat drüber gelacht. Alles nur Spaß. Ich bin Entertainment. Dankeschön. Das ist der große Tag. Ich bin gespannt, Digga, ja. Du räumst ein bisschen auf, wischst du nochmal durch und machst das Bett frisch für mich, gell? Und das ist hier nicht der WhatsApp-Chat mit deiner Mutter. Okay. Sag tschüss, winke, winke. Tschüss, ciao. Wie die beiden gucken. Moin, moin, meine Frau. Ach, Digga. Willkommen in der Monte-Army. Oh, schön, da freue ich mich. Jetzt ist Disco-Time. Knoppers ist der Spitzname. Pflegekraft und Mutter. Lia ist nur Lia. Nicht mehr Pflegekraft, das ist die Mama jetzt wieder. Sag mal, hat jetzt sowas wirklich da hängen? Habt ihr die Roomtour geguckt, ne? Wir haben zusammen geguckt. Ich kann mich auch wohl erinnern. Mit dem kleinen Zwinker-Smiley. Ja, den Lörr ist ordentlich mal kräftig einreiben. Aber ich habe mich frisch tätowieren lassen über den Schwanz. Zeig doch mal. Ja, was für meine Mutter da. Hier. Wenn du willst, kann ich ihn immer richtig einreiben, dann steht er auch ohne Cialis. Oha. Ey, verpiss dich, Digga. Lass das. Mann, bist du nass, ey. Guck mal hier. Boah, wirklich. Spinnst du eigentlich? Was passiert denn da? Wieso? Da können wir nichts dafür. Der Mann kann nichts dafür. Die Frauen machen es aber genauso. Ein Mann ist so, weil der Mann in sich, das haben wir alle Männer, der will überall seinen Samen streuen. Ich will, überall will ich Kinder. Überall will ich Kinder. Überall. Ich werde komplett wild dann. Komplett wild. Nur mit deinem zweiten Gehirn denken in so einem Moment. Überall will ich Kinder. Wo steht deine PS4? Meine PS4 ist in der PlayStation verbaut. Wirklich? Hätte ich nicht gedacht. Hä? Wie läuft es beim Turmspringen? Turmspringen? Ich sag's euch ganz ehrlich, ich würde schon gern gewinnen. Ne? Vielleicht kann ich einer von diesen Überraschungen werden. Wisst ihr, was ich meine? Ja, extrem reingezwirbelt. Ich wurde sehr gelobt. So random. Ich glaube, dass ich das reißen kann. Glaube ich auch. Der steht da jetzt ungelogen seit einer Viertelstunde und guckt aufs Haus. Die ganze Zeit so. Es ist so unangenehm, solche Leute, Digga. Ich habe jetzt bei der Polizei angerufen. Gar keinen Bock. Ich warte jetzt noch 10 Minuten, ansonsten kommt dann eine Streife. Nein, nein, ruhig. Was ist das mit dir? Jetzt geht er raus. Probleme? Ich habe Video gemacht. Darf ich das meinen Freunden schicken? Na klar. Okay. Mensch, machen wir noch ein Foto oder was kommt heute? Na klar. Ja. Ey, du bist ein Süßer. Darf ich dir eine kurze Frage stellen? Die sollte aber nicht im Video vorkommen. Okay. Also private Frage. Ob du mir eine Nummer geben kannst auf WhatsApp? Na ja, klar. Okay. Gib mal dein Handy. Mir ist es nicht aufdringlich, sage. Du bist überhaupt nicht aufdringlich, Ferdinand. War ich ja ein Knossi, Doppel S? Gar kein Problem. Schreib's mir mal. Gell, wenn du ein paar Fragen hast. Was hast du mit dem Jungen gemacht? Na, Schlägerei. Ich so, no joke. Steh auf! 1-1. Wahre Geschichte. Wieso lacht man da? So ein Disrespekt. Och nee. Alter, ich hasse es.
Hallihallo, meine Lieben. Aber was machst du da? Ich mache es kurz und schmerzlos. Ja, es stimmt. Bibi hat sich getrennt. Viel mehr kann ich und will ich gerade zum aktuellen Zeitpunkt darüber gar nicht sagen. Das ist belastend. Dafür bin ich nicht YouTuber geworden, Digga. Stellt doch mal gerne ein paar Fragen. Fang an zu angeln im Aquarium. Alter, was seid ihr für treue Subs hier? Oder gibt's das Maul jetzt? Oder gibt's das Maul? Das ist gar nicht gut gelaufen. Ernsthaft? Ja. Ich schicke 2 Wochen auf die stille Treppe. Tschüss. 2022, große Veränderungen und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hab euch lieb. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Wilde Nummer, oder? Also das macht mich komplett fertig. Also das ist einfach übelst umständlich, das zusammenzuschneiden, sich dann noch eine Story darum aufzudenken, ist ja kompletter Abriss.